Jo, mal wieder ein flüchtiges Willkommen zu einer weiteren Minecraft-Update-Vorstellung. Diesmal mit dem neuen 1.12-Update, natürlich für den PC. Das Ganze trägt ja den Namen World of Color, also Welt der Farben. Und was es da so alles Farbiges Neues gibt und was vielleicht noch interessant ist an diesem Update, das werde ich jetzt natürlich alles im Laufe des Videos erklären. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dazu irgendwas in die Kommentare schreibt. Und ansonsten viel Spaß und los geht's! Als erstes schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen die neuen Items und Blöcke an. Angefangen mit dem gefärbten Trockenbeton. Das ist ein Block, der so ein bisschen aussieht wie gefärbter Sand. Ist im Endeffekt auch aus Sand, Kies und Farbstoff hergestellt. Und diesen Block kann man natürlich gut zum Bauen benutzen. Aber man muss darauf achten, denn zum einen ist dieser Block schwerkraftabhängig und zum anderen hat er eine neue Fähigkeit, denn sobald er mit Wasser in Berührung kommt, dann verwandelt er sich in einen weiteren neuen Block und zwar den richtigen Betonblock. Den gibt es dadurch natürlich auch in allen 16 verschiedenen Farben und man kann ganz gut erkennen, das ist so ziemlich der erste richtig einfarbige Block in Minecraft, was sie natürlich gerade fürs Bauen sehr, sehr interessant macht. Leider gibt es aktuell noch nicht die Möglichkeit, diesen Block direkt herzustellen. Das heißt, man muss es immer über diesen Trockenbeton und Wasser machen. Dann gibt es noch einen weiteren neuen Block, und zwar glasierten Keramik. Diesen Block gibt es ebenfalls in 16 verschiedenen Farben, beziehungsweise hat jede Farbe sogar noch ein eigenes Muster auf der Oberfläche. Und das Ganze ist so cool gemacht, dass man mehrere dieser Blöcke sogar zu weiteren verschiedenen größeren Mustern zusammenlegen kann. Und dadurch eignet sich dieser Block natürlich als Dekorationsblock für irgendwelche Mosaiksachen oder einfach nur als kleine Dekoration für Boden, Wände oder auch die Decke. Man hat jetzt auch endlich die Möglichkeit, seine Betten einzufärben. Das geht natürlich auch in alle 16 verschiedenen Farben. Dazu kann man entweder direkt mit gefärbter Wolle ein Bett craften oder man craftet ein Bett mit weißer Wolle und kann das Bett dann nachträglich in andere Farben umfärben. Zusätzlich dazu haben die Betten jetzt eine federnde Wirkung bekommen, ähnlich wie es bei den Schleimblöcken der Fall ist. Das heißt, wenn man aus hoher Höhe auf diese Betten rauffällt, dann bekommt man keinen Schaden oder stirbt, sondern man wird wieder ein bisschen zurückgeschleudert. Es wurden auch noch 5 neue Musikinstrumente für den Notenblock hinzugefügt. Wenn man jetzt einen Knochenblock unter den Notenblock packt, dann bekommt man ein Xylophon, beim Goldblock bekommt man eine Glocke beim Tonblock eine Flöte. Bei Packeis ein Röhrenglöckchen. Und bei Wolle eine Gitarre. Dann gibt es auch noch ein neues Tier in diesem Update, und zwar den Papageien. Den findet man natürlich in den Dschungelbiomen, insgesamt sogar in 5 verschiedenen Arten. Und man kann diesen Papageien sogar zähmen, einfach mit Weizenkörnern füttern, bis die Herzen auftauchen. Und dann fliegt einem der Papagei die ganze Zeit hinterher oder setzt sich sogar auf die Schulter des Spielers. Nicht ganz so nett ist dann der zweite neue NPC, und zwar der Illusionist oder Illusions-Illager. Den findet man aktuell auch noch nicht in der Welt, sondern man kann ihn nur per Befehl beschwören. Gehört aber, wie der Name schon sagt, zu den Illagern. Die wurden ja mit der 1.11 hinzugefügt. Das ist ja so ein böses Dorfbewohnervolk. Und der Illusionist kämpft, wie der Name schon sagt, mit Illusionsmagie. Das heißt, er probiert als erstes seinen Gegner zu blenden und greift dann von Weitem mit Pfeil und Bogen an. Er hat aber auch die Möglichkeit, Kopien von sich zu erzeugen. Diese Kopien können aber weder angreifen noch angegriffen werden. Das heißt, der Illusionist, der angreift, das ist auch der echte und den muss man dann probieren zu besiegen. Ein weiteres cooles neues Feature ist das Crafting-Rezeptbuch.
Ihr könnt euch jetzt nämlich endlich in-game anzeigen lassen, wie denn welche Items gecraftet werden. Und dafür müsst ihr einfach nur ins Inventar oder in die Werkbank gehen und dort dann auf dieses Buchsymbol klicken. Im Crafting-Buch selber hat man nun als erstes die Möglichkeit, das Ganze nach Kategorien zu sortieren. Man hat natürlich eine Suchfunktion und man hat die Möglichkeit, entweder alles anzeigen zu lassen oder nur Herstellbares. Das bedeutet, nur Dinge, für die man auch die Materialien im Inventar besitzt. Wenn man jetzt auf ein Item raufklickt, dann wird einem nicht nur das Rezept angezeigt, sondern dieses Rezept wird auch so weit wie möglich mit den Items aus dem Inventar ausgefüllt. Das heißt, man könnte hier auch sofort das Ganze craften. Ist natürlich eine sehr zeitsparende Sache. Und wenn man nun ein Item hat, was entweder mehrere Varianten hat, das heißt zum Beispiel verschiedene Farben, oder aus mehreren Rezepten besteht, dann kann man einfach Rechtsklick auf das Item machen und dann werden einem alle Möglichkeiten angezeigt. Wie man vielleicht auch sehen kann, enthält dieses Buch aktuell noch sehr, sehr wenige Rezepte. Am Anfang ist in diesem Buch nämlich gar kein Rezept eingetragen und man muss dann diese Rezepte erst nach und nach freischalten. Normalerweise funktioniert das relativ simpel, man muss einfach Items und Blöcke einsammeln und wenn man sie das erste Mal aufsammelt, werden automatisch dann die Rezepte freigeschaltet, die man quasi aus diesen Sachen craften könnte. Das Ganze wird dann auch, wie man sieht, oben rechts angezeigt. Sehr interessant ist auch das neue Fortschrittssystem. Das ist im Endeffekt ein Ersatz für das alte Erfolgssystem. Da musste man ja verschiedene Aufgaben erledigen. Das Ganze funktioniert jetzt ähnlich. Auch hier muss man verschiedene Aufgaben erledigen. Das Ganze ist grundsätzlich erstmal in 5 verschiedene Kategorien unterteilt. Einmal hat man die ganzen Aufgaben ganz normal so zu Minecraft, irgendwelche Sachen craften und so weiter. Dann hat man Sachen, die man im Ende machen muss. Ende betreten, Enderdrache besiegen und andere Dinge. Die Kategorie Abenteuer, das sind alle möglichen Sachen rund ums Kämpfen. Dann Landwirtschaft, Tiere züchten, Pflanzen anbauen. Und als letztes das Nether, Nether betreten, irgendwelche Sachen im Nether sammeln und natürlich den Wither bezwingen. Wenn man es schafft, einen Fortschritt zu erledigen, dann bekommt man eine Meldung, bekommt dafür Erfahrungspunkte und schaltet weitere Fortschritte frei. Was das Ganze besonders interessant macht, ist die Möglichkeit, dass man wohl relativ einfach das Ganze für seine Welt selber bearbeiten kann. Das heißt, man kann selber entscheiden, was für Aufgaben sollen in meiner Welt denn gegeben sein, was kann man so erledigen, was bekommt man für Belohnungen und so weiter. Und das ist halt schon mal eine richtig coole Sache. Also quasi so eine Art Questsystem für seine eigene Welt. Natürlich gibt es auch in diesem Update mal wieder ein paar neue Befehle und auch Game Rules. Die meisten beziehen sich auf dieses Fortschrittssystem bzw. das Crafting Buch. Die wichtigsten wollte ich jetzt nochmal kurz erklären. Ich werde dazu aber demnächst auch nochmal ein paar richtige Videos machen. Auf jeden Fall könnt ihr mit dem Befehl Advancement einem Spieler zum Beispiel einen Fortschritt geben, ihm diesen Fortschritt wieder wegnehmen oder überprüfen, ob er einen Fortschritt bereits erreicht hat. Mit dem Befehl /recipe könnt ihr zum Beispiel einem Spieler ein bestimmtes Rezept lernen lassen oder ihm das Rezept wieder wegnehmen. Und mit der Game Rule Do Limited Crafting könnt ihr das Crafting eines Spielers an das Fortschrittssystem binden. Das bedeutet, der Spieler kann nur noch die Sachen craften, die ihm durch dieses Fortschrittssystem vorgegeben wurden. Und da ihr natürlich dieses Fortschrittssystem ja auch selber bestimmen könnt, habt ihr dadurch natürlich richtig Einfluss darauf, was der Spieler denn in eurer Welt machen kann oder sogar machen soll. So, das war's dann auch schon wieder mit den wichtigsten Neuheiten aus diesem Update. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ich beim nächsten Mal besser machen soll. Ihr könnt natürlich auch gerne noch Fragen stellen, falls irgendwas nicht ganz klar war. Immer rein damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es kommen auf jeden Fall jetzt wieder ein paar mehr Videos demnächst. Bis dann und immer schön fluchtig bleiben. Ciao!